Moin Moin, herzlich willkommen liebe Zuschauer, zurück zum Let's Play Transport Fever, wo bei mir gerade irgendwie nicht richtig transportiert wird. Ihr seht, ich bin jetzt mit 445.000 im Minus, hab natürlich hier mit diesem Stahltransporter gerade eben die ganze Strecke hier blockiert. Nix geht mehr, auch mit diesen komischen Haltesignalen hier, die, weiß ich nicht, hauen bei mir scheinbar mehr kaputt, als dass es bringt. Zumindest haut er jetzt wieder ab, dann hat hoffentlich der andere hier gleich freie Fahrt. Ich will eigentlich sehen, dass wir ein bisschen weniger Signale wieder kriegen. Mit den Signalen komme ich wohl noch nicht so richtig zurecht. Dann müssen wir lieber selber versuchen, das Ganze hier selber zu steuern. Müssen wir ein bisschen drauf achten. Natürlich mit 3-4 Bahnzügen hier funktioniert das noch. Ich weiß immer noch nicht genau, wie ich das mit dem Stahltransport hier meistere. Da müssen wir nochmal gucken. Kann ich denn jetzt hier eigentlich nochmal so ein bisschen Schiene anbauen? Das wird auch nicht funktionieren, das macht keinen Sinn. Und hier kommen wir ja auch nicht rüber oder so, ne? Auch nicht möglich. Da sind wir zu nah dran. Also vom Bauen her ist natürlich jetzt das zweite Level sozusagen, das zweite Mal, dass ich hier irgendwas bastel, noch echt suboptimal. Das ist auf jeden Fall noch Learning by Doing, muss besser werden. Sagt kein Weg, Linie 1, wieso kein Weg? Ist auch hier freie Bahn, hast du? Ich sage, ich nehme jetzt ja ein bisschen weniger, ist manchmal mehr. Ganz nach dem Prinzip handeln wir jetzt. So, das ist auch schon mal viel besser. Jetzt kann man nicht immer links, rechts rüber. Kann natürlich sein, dass sie sich jetzt noch mehr blockieren. Vielleicht aber auch nicht. Ich weiß immer noch nicht genau. Ich habe es jetzt versucht nochmal einzustellen hier. Habe den jetzt nochmal zurückgestellt, auf Stahl eingestellt. Versucht den nochmal jetzt Linie 4 zuzuweisen. Jetzt müsste er auch hier, jetzt kommt auch drüben auf die andere Seite. Kann hier nämlich wenden. Wenden sage ich schon, über die Weichenstellung hier rüberkommen. Lädt jetzt hoffentlich endlich einfach zwangsweise hier Stahl auf. Bringt den Stahl bitte einfach hier runter und lädt es hier unten am Bahnhof ab. Schön wär's. Und dann können wir sozusagen von hier mit dem Schiff das Ganze weiter transportieren. So war ja eigentlich mein Plan. Und mittlerweile haben wir tatsächlich nur noch 7 Jahre dafür Zeit. Ich weiß nicht, ob es noch klappt, ob ich generell falsch angehe und es so einfach nicht funktioniert. Manchmal ist es auch so eine Zwangsbeladung. Nein, er nimmt einfach nichts mit. Leute, wie geht denn das? Ich muss mich da, glaube ich, selber nochmal schlau lesen. Wir können den eigentlich auch direkt wieder ins Depot schicken. Ach, den Weg zum Depot kann er nicht finden. Jetzt nicht mehr, nee. Warte, umdrehen. Der will hier einfach kein... Liegt es an einer falschen Seite oder kann er nur von dieser Seite aufladen? Oder muss er auf die andere Seite? Macht ja auch keinen Sinn eigentlich, oder? Muss doch eigentlich je nach Gleis von jeder Seite alles laden können, oder? Weil er lädt ja auch von dieser Seite her die Kohle ab. Also daran kann es ja dann auch nicht liegen. Jetzt fährt er doch schon wieder weg. Kostet uns doch nur Geld, wenn du fährst. Ja, 190.000 haben wir noch. Also ich glaube, das werden wir nicht meistern. Hier auf jeden Fall meistern wir nicht alle Medaillen. Und das ärgert mich natürlich schon mal. Wir haben hier zwei vorhin schon selbst verprasselt sozusagen, indem ich nicht richtig gelesen habe. Die Tests waren ja schon abgeschlossen. Wir hätten vorher mit einem vollbeladenen Zug rüberfahren sollen. So, jetzt fährst du wieder zurück ins Depot. Da bleibst du erstmal. Kostet, wie gesagt, nur Geld, wenn er fährt. Unsere Linien, also Linie 4 ist komplett minus. Linie 3 ist auch immer noch nicht im Plus. Auch da haben wir natürlich einen Riesenfehler gemacht, dass wir die kleinste City hier mit irgendwelchen 4 Bushaltestellen meinen zu versorgen. Macht eigentlich auch null Sinn. Könnte man alles abreißen, wieder verkaufen und zum Beispiel hier neu aufstellen. Aber wir sehen, hier sind richtige große Hochhäuser. Hier ist unmäßig an Leuten. Hier ist ein bisschen, sieht aus wie ein Industriegebiet. Da können wir von hier wahrscheinlich nach da und nach da so ein bisschen so ein kleines Transportsystem aufbauen, was funktioniert. Also ich glaube, wir haben das Level auf Deutsch gesagt, naja, verkackt. Vielleicht schaffen wir es noch, aber nicht mit allen Missionen, nicht mit allen Zielen sozusagen, allen Missionszielen.
Und wenn wir es schaffen, dann auch nur noch mit Glück. Ich weiß nach wie vor nicht, wie das Ganze funktionieren soll, dass ich zwangsweise von hier Stahl wegbekomme. Auch das kann man, glaube ich, nicht noch anders miteinander verbinden hier, ne? Ja, doch, würde so gehen. Können wir es jetzt nochmal versuchen? Linie 4, gibt es Linie 4 noch? Da muss er sich ein bisschen beeilen, ne? Sonst kommt nämlich jetzt der hier. Ich weiß nicht, ob er jetzt hier drüben sich dann zumindest zwangsweise Stahl holt. Lag es daran? Ich glaube das ja meist nicht. So, dann müssen wir mit dem. Gleich einmal lieber stoppen. Na, der fährt er ja schon wieder nach unten. Ich lasse ihn jetzt einfach noch einmal fahren, ne? Doch hier ist noch eine Ampel. Ich will aber keine Ampel mehr haben. Weg damit. Hier ist auch noch eine. Wie viele haben wir denn davon? Und das ist alles total sinnbefreit gesetzt. Sorry, Leute. Ich übe da demnächst noch mal ein bisschen. Vielleicht spiele ich lieber noch mal freies Spiel. Gut, also der Zug fährt hier runter. Hier gibt es nichts. Ich möchte aber gerne, eigentlich ist er so eingestellt, dass er Stahl mitnimmt. Hier Stahl, 0 von 12. Aber warum nimmt er keinen Stahl mit? Muss ich hier irgendwie noch irgendwas Besonderes einstellen? Ist es nicht machbar, ihm zu sagen, zwangsmäßig, bitte nimm von da Stahl mit, pack es einfach darauf und bring es hier unten hin. Das muss doch irgendwie möglich sein. Das ging doch bei Transportgigant und all solchen anderen Spielen auch. Damit man sich sozusagen sein eigenes Netz zurechtbastelt, aber so aktuell wird es nichts. 136.000, immerhin sind wir wieder raus aus den Schulden. Nehmen wir da ein bisschen Stahl mit für die Werkzeugfabrik. Haben wir mittlerweile natürlich dann auch ein Zeitproblem, die 100 und 100. Ich glaube, wir werden im ersten Versuch hier mit dem Level 2 schon scheitern. Traurig aber wahr. Aber auch nur, weil ich nicht wirklich weiß, wie das mit diesem Transportieren funktioniert. Ich möchte hier Stahl hinhaben. Vor allem, was er eher mal. Wieso der das immer so weit in den Boden reinhämmert hier, ne? Das kostet ja auch immer extra Geld, anstatt dass es einfach ein bisschen nach oben geht, nach unten geht. Also dieses Schienenbausystem. Man kann natürlich jetzt mehr rummeckern, ne? Immer irgendwas suchen und sagen, blöd, nerv. Nur wenn man selber so blöd ist, das hier richtig hinzukriegen. Sorry, Leute. Gute Tipps sind gerne gesehen. Ansonsten versuche ich es natürlich, mich selber nochmal schlau zu machen. So kommen wir nicht richtig gut voran hier. Auch unsere Linie 3 wird wahrscheinlich nicht mehr ins Plus gehen. Und manchmal muss man sich natürlich auch von Linien trennen, ne? Mit 6.000 Minus da. Monat für Monat schmeißen wir hier richtig Geld raus. Nur, dass ab und an mal hier wartet mal einer. Da wartet ab und an mal einer. Dafür ist das Dorf hier eigentlich noch, die Dunfirma ist zu klein. Es gibt hier kein Werkzeug, wird nichts angeliefert. Von den zusätzlichen Sachen hier wird nichts angeliefert. Bevölkerung, Linienbenutzung ist ganz schlecht. 1% der Bevölkerung nutzt es. Hier gab es einmal Geld, aber es reicht ja nicht. Da wartet zumindest einer und ja, es kann sein, dass es jetzt ein bisschen besser wird, aber auch. Ja, also wir haben das Level tatsächlich. Schaffen wir nicht mehr. Dieses mit den Schiffen, das hat mich auch so ein bisschen rausgehauen. Wir hätten wahrscheinlich einfacher nachher hier eine riesen Bahnlinie runterbauen können. Wer weiß, ob das nicht vielleicht sogar nachher die bessere Variante und genauso kostenintensive Variante gewesen wäre wie hier. Wir kriegen hier einfach keinen Stahl hin. Ja,
Das andere muss ich auch selber nochmal üben. Keine Ahnung. Einsatz, um den Schienenverkehr zu regeln. Wahlweise als Einbahnsignal. Einbahn heißt auch eigentlich nur, dass wenn in diesem Teilabschnitt einer ist, sozusagen, dürfen die anderen nicht. Aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Da bin ich leider zu wenig Bahnexperte für. Bin ein bisschen traurig. Bin traurig. So kommen wir nicht voran. Wir haben zwar Geld wieder, 778.000. Aber wir schaffen es nicht mehr. Wir haben nur noch 7 Jahre Zeit. Und ich habe keine Ahnung, warum man nicht einfach Stahl mit nach unten nimmt. Er wird auch jetzt wahrscheinlich wieder keinen Stahl einpacken. Also wie kriegen wir die Ware zum Schiff? Wäre meine Frage, liebe Leute. Ich glaube, ich muss mich selber nochmal schlau machen. So hat das alles keinen Sinn. Schicken die wieder ins Depot. Warte auf freien Weg. Dann warte halt auf freien Weg. Kann man besser die Waggons wegnehmen und ihm noch zuweisen, damit er ein bisschen mehr Stahl zur Werkzeugfabrik fährt. Oder dann machen wir ein doppeltes Loksystem hier. So wird das nix. Ja, fahr ab zum Depot. Strecke ist frei. Passt. Weniger ist manchmal mehr. Gut. Immerhin etwas funktioniert. Er wird wieder beladen, dreht hoffentlich um und macht sich auch schon wieder auf den Weg. Geld haben wir. Auch für ein Schiff. Vielleicht einen zweiten Anleger hätten wir Geld. Aber wozu bauen? Wenn wir da eh keine Ware von wegkriegen. Man kriegt ja so ein Schiff auch nicht irgendwie in Reichweite, ne? Könnte hier natürlich, wenn man da Reichweite macht, kann man sagen, okay. Oh, es wartet noch wieder jemand hier. Ist immer der gleiche, den wir von A nach B transportieren. Nein, ich glaube, ich überlege fast, das Level nochmal neu zu starten. Ist natürlich ein bisschen blöd gelaufen. Waren die letzten Folgen so ein bisschen umsonst. Du kannst auch noch versuchen, komm, gib nicht auf, zieh durch, so nach dem Motto. Aber wäre auch nicht zu schnell die Flinte ins Korn werfen. Auf keinen Fall, aber... Wie wollen wir das machen? Gibt es ein Hilfefenster hier irgendwo nach dem Motto, wo man mal nachlesen kann? Liste der Depots ein- und ausblenden. Achso, da kann ich mir so die Listen noch anzeigen lassen. Aber irgendwie so ein Hilfefenster hier. Einstellungsfenster finde ich hier, aber das bringt mir auch alles nichts. Ich müsste wissen, wie ich ihm zwangsweise sagen kann, nimm gottverdammten Stahl hier mit und bring es zum Schiff hier runter. Damit wir das hier sammeln und das Schiff dann auch von A nach B fährt. Oder merkt er das eben erst, wenn wir jetzt ihm hier einen Kurs einrichten. Also nach dem Motto, wir bauen jetzt hier noch einen komischen Anleger hier unten. Und sagen, okay, dann weiß er, ja, da soll Stahl hin. Das ist ja toll. Kollision bei Terranangleichung. Ach, hier können wir gar nichts irgendwo hinbauen, oder was? Muss er doch ziemlich weit immer an Land, ne? Die Docks befinden sich außerhalb befahrbaren Gewässer. Die Kollision bei der Terranangleichung.
Also können wir das gar nicht machen. Ich dachte eigentlich, wir könnten hier eigentlich einen anbauen. Bauen wir hier vielleicht Straße hin, damit er das auch erkennt. Gleis, Auto, nein, ja, elektronisch. So, dann würde man ein Schiff hier haben wollen. Was gab es denn Schönes? Eins mit Stahl. So, eins hier. Kostet 87.000. Wilhelm 1. Gut, Linie. Neue Linie. Hier ist 1. Und hier ist 2. Ja, wir haben jetzt unser erstes Schiff. Das kommt hier auch raus aus dem Dock. Aber was machen, wenn hier kein Stahl hin transferiert wird, ne? Ich muss mal da selber nochmal schlau lesen, ob es irgendeine Möglichkeit gibt, dass er das hier hinbringt. Und vielleicht sind die auch nicht miteinander verbunden und ich müsste sozusagen, ich muss ja noch wieder zwei Fahrzeugverladungen bauen. Kann ja auch sein, dass er sagt, okay, hier, du sollst hier noch ein Busterminal hinbauen, was irgendwie verbunden ist mit dem Ganzen. Man ja eigentlich meint, dass es miteinander verbunden sein müsste, weil es so nah aneinander ist. Aber hier wartet nichts. Kostet uns jetzt einfach nur Geld. Und bringt kein Geld. Aber wie hätte man das sonst machen sollen, würde? Das ist doch auch dann zu weit weg von dem, vermutlich. Wenn wir hier noch Straße bauen. Ich will nur noch ein bisschen testen. Also wir werden wahrscheinlich, wenn wir das Level nochmal alles mit Gold belegen wollen, müssen wir neu starten. Ja, guck mal, so wäre es dann in der richtigen Reihenfolge, aber so sagt er, nee, geht nicht. Krümmung zu groß. Außerhalb befahrbarem Bewässer. Also wenn man schon sowas hier macht, dass man auch irgendwie so transportieren soll, wäre es ja schön, wenn man das so machen würde. Dass nicht ganz so schwierig ist, irgendwas zu bauen. Was soll denn das? Gar nicht möglich. So, spitzer Winkel. Ja, das hier unten, das wird er wieder nicht erkennen. Ich glaube, da sind wir zu weit weg. Vor allem transportiere 100 Waren. Wie sollen wir Waren hier transportieren? Das mit den Schiffen habe ich tatsächlich leider immer noch nicht verstanden. Wir kriegen jetzt wieder Geld. Immerhin die Kohle funktioniert, ne? Und ich meine, wir können das alles nochmal wieder locker aufbauen und gucken uns das Ganze an, wie es richtig funktioniert. Oder wir bauen jetzt einfach gleich die Bahntrasse dann nochmal länger, weil Stahl liegt hier ja dann auch mehr als genug erstmal. Wenn wir da mal kurze Zeit keine Kohle hinbringen, würden wir es vielleicht auch überleben, dass wir versuchen, für mehrere Millionen hier nochmal runterzubauen. Weil das Schiff bringt uns nichts. Na gut, liebe Leute, ich würde sagen, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke euch fürs Zuschauen, kluge Kommentare sozusagen, hilfreiche Tipps. Gerne da lassen, ein Like, wenn ihr Bock habt. Und ansonsten schaltet doch beim nächsten Mal wieder rein, wenn ich euch das vielleicht zeige, wie es auch besser funktioniert. Also, ne, bis dahin und tschüss.